So könnte der Vorplatz bei der alten Patscherkofelbahn in Zukunft aussehen. Die Entscheidung der Jury für dieses Projekt basiert auf konkreten Vorgaben. Es hat die größte Platznutzung. Es gibt den Menschen eigentlich am meisten zurück, lässt aber auch den öffentlichen Verkehr und den Individualverkehr zu. Das Wichtigste war, das alte denkmalgeschützte Gebäude eigentlich, das Fesslergebäude, wieder zur Geltung zu bringen und den Iglerinnen und Igler praktisch einen Oberplatz zum jetzt bereits bestehenden Unterplatz zu geben. Das Siegerteam war bemüht, die unterschiedlichen Anforderungen an diesen Vorplatz zu erfüllen. Die größte Herausforderung war, den Platz in seiner Summe zu sehen, den Verkehr entsprechend zu entflechten und auch den Naturraum von der Landschaft in den Platz mit einer Baumgruppensituierung wieder auf den Platz zu holen. In der Igler Bevölkerung scheint das Projekt auf breite Zustimmung zu stoßen. Ein Entwurf, der sehr mit Respekt auf das bestehende denkmalgeschützte Gebäude vom Architekt Fessler eingeht. Das ist eines der Igler Wahrzeichen, war 1928 auch die erste Bahn, das war also vor der Nordkettenbahn, da haben wir in Igl schon eine Bahn gehabt. Es ist auch sehr gut gelöst für die Fußgängerführung, das war für uns ein wichtiges Anliegen. Ich finde, dass die Führung von der Straße sehr günstig ist und dass der Platz, also der runde Platz in der Mitte total sinnlos ist und da kann man wirklich mit Bänken und kann ein Erholungsgebiet machen, wo die Leute nur sitzen, wenn sie zum Beispiel nicht mit der Seilbahn gerade auffahren können, dass sie dabei da warten. Das Projekt Vorplatz Patscherkofelbahn hat aber nicht nur Befürworter und polarisiert vor allem aufgrund der veranschlagten Kosten von 1,2 Millionen Euro. Erstens einmal ist es so, dass es weder im Gemeinderat beschlossen ist, noch im Finanzausschuss. Und zweitens muss man natürlich, wenn man sowas überhaupt angeht, eine Platzgestaltung, muss man zuerst einmal gemeinsam mit der Patscherkofelbahn, mit den Betreibern, schauen, wie es da weitergeht. Aber auch die Talstation selbst würde zeitgemäßen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Wenn Sie da auf die Stufen schauen, das sind Stufen aus Anno Schnee. Man muss heute noch die Leute herauftragen, wenn sie in den Rollstuhl kommen. Es ist nicht behindertengerecht. Und 1,2 Millionen, das ist eine Verschleuderung von Volksvermögen. Die Vizebürgermeisterin betont, dass dieses Projekt bis dato ausschließlich als Ideenwettbewerb zu bewerten ist. Fixe Beschlüsse im Gemeinderat wird es erst nach konkreten Kostenaufstellungen bzw. nach einer verbindlichen Entscheidung über die Zukunft der Patscherkofelbahn geben.